Die Kuh. Mit ihrem Methanausstoß wird die Wiederkäuerin oft für den Klimawandel mitverantwortlich gemacht. Aber was, wenn sie gar keine Klimakillerin ist, sondern das Klima schützen kann? Christine Bajor will mit ihrem Forschungsprojekt Kuh pro Klima genau das beweisen. Ihre Kühe sieht sie als Mitarbeiterinnen, um Naturkreisläufe zu fördern und mehr CO2 zu speichern. 8 Versuchshöfe im Allgäu testen über mehrere Jahre ein spezielles Weidemanagement, das die Bodenqualität verbessern soll. Das Ziel? Eine regenerative Grünlandwirtschaft. Regenerativ ist, dass man Naturkreisläufe wieder instand setzt, dass man Boden aufbaut, dass man Lebensräume schafft, damit sich mehr Biodiversität wieder einstellt, um das ganze System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das umsetzen kann. Wir haben uns für das Holistic Management entschieden. Das ist nur ein Weg, wie man das machen kann, in Kombination aber mit dem gezielten Aufbau oder Förderung, der gezielten Förderung von Bodenleben. In dieser Kombination versuchen wir mit möglichst wenig Düngung, mit Hilfe unserer Kuhherde, diese Kreisläufe wieder in Gang zu bringen. Das Holistic Management, ein ganzheitlicher, ressourcenschonender Ansatz, beruht darauf, dass die Kuhherde für kurze Zeit auf einem kleinen Bereich eng zusammengehalten wird, angelehnt an das ursprüngliche Herdenverhalten in der Wildnis. So wird die Wiese nicht überweidet, die Pflanze wächst schnell nach, wurzelt tiefer und versorgt das Bodenleben. Der Ertrag auf den Flächen, wo wir schon sehr erfolgreich sind, hat sich tatsächlich verdoppelt. Wir haben mehr Artenvielfalt. Die Wasserspeicherkapazität hat sich verbessert. Wir hatten da unten regelmäßig einen See. Wir mussten warten, bis der weg ist, dass wir mähen konnten. Jetzt können wir eigentlich schon nach dem ersten Regen gleich losfahren und mähen. Also, und das ist ganz entscheidend für die Zukunft. Der Bauer, dem es gelingt, am meisten Wasser zu speichern, wenn es mal regnet, der wird am längsten durchhalten. Seit 4 Jahren testen Christine und ihr Mann Martin auf ihrem Kugel-Südhanghof in Siebratshofen im Oberallgäu das neue Weidemanagement. Seit 2012 düngen sie nicht mehr mit Gülle, sondern kompostieren den Festmist. 2018 wurden sie für ihr landwirtschaftliches Konzept mit dem Bayerischen Klimapreis ausgezeichnet. Kein Grund für die Landwirtin stillzustehen. Vor kurzem hat sie die Ausbildung zum Holistic Management abgeschlossen. In Deutschland ist der Ansatz noch unerforscht. In sehr trockenen Gebieten, wie zum Beispiel in Australien, wird damit aber schon gearbeitet. Christine Bajor war dort für ein Intensivtraining. Es hat eine Woche geregnet zu der Zeit, wo wir die Aufnahmen gemacht hatten. Und da kann es entweder so ausschauen, wenn man das richtig managt, oder es sieht so aus mit den entsprechenden Folgen, wie zum Beispiel Erosion. Also der Boden hat definitiv kein Wasser mehr aufgenommen und das hat man auch gesehen. Flächendeckend stand da das Wasser. Auf der Seite war es einfach weg, aufgenommen, verschluckt. Es gibt vielleicht genug organische Substanz phasenweise, aber der Trick ist, dass man das in eine stabile Form bringt. Und dazu braucht es das Bodenleben und dazu braucht es die Pflanze. Ohne Pflanze funktioniert das nicht. Und die können da jetzt nicht riesige Flächen mähen, das sind ja ganz andere Dimensionen. Die nutzen, wenn man das gut macht, kann man das eben mit einer Kuhherde lenken. Was sich in Australien und auf dem Kugel-Südhanghof schon bewährt hat, soll jetzt durch Kuh pro Klima auch im Allgäu wissenschaftlich überprüft und getestet werden. Funktioniert das Holistic Management auch bei großen Allgäuer Milchkuhbetrieben? Jürgen Königelshof ist mit seinen 120 Milchkühen der größte Betrieb bei Kuh pro Klima. Seit letztem Jahr testet er das neue Weidemanagement und seitdem kommen seine Kühe jeden Tag in eine neue, abgesteckte Parzelle. Seit wir diese Art von Weidemanagement ausführen, haben wir sehr viele kleine positive Veränderungen festgestellt. Die Kühe sind sehr zufrieden, die sind sehr gut ernährt und auch Tierarztkosten sind gesunken. Und wir haben in der Vergangenheit nie so viel Milch aus reiner Grasweidenutzung ohne Grünzufütterung im Stall erwirtschaftet wie mit diesem Projekt. Was uns daran begeistert, ist die Tatsache, dass jetzt auch Wissenschaftler unsere praktischen Ergebnisse der letzten Jahre und auch der Vorgenerationen bewerten.
Um die Veränderungen mit Daten belegen zu können, besteht das Team nicht nur aus Landwirten, sondern auch aus Wissenschaftlern. Dafür werden zum Beispiel Bodenproben der 8 Höfe untersucht und über die Jahre verglichen. Dr. Martin Wiesmeier, Dozent für Bodenkunde an der TU München, liefert den Projektteilnehmern den wissenschaftlichen Background zu den Untersuchungen. Wurzeln schaffen also Humus. Also ich finde das Projekt ganz interessant, weil es wirklich innovativ ist. Also man weiß relativ wenig, wie sich Grünlandmanagement auf Humus auswirkt, auf die Humusversorgung unserer Böden. Also ich denke schon, dass das eine Grundlage sein kann, auf der man dann aufbauen kann, um auch Landwirten, die Interesse haben, an diesen Systemen was konkret in die Hand zu geben. Am Ende der Studie soll ein Leitfaden entstehen, in dem alle Ergebnisse zusammengefasst werden. Eine Art Handlungsempfehlung für eine zukunftsfähige Grünlandwirtschaft, bei der die Kuh mithelfen kann, das Klima zu schützen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.